Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen von der Koalition, das, was Sie hier erzählt haben von 90 und 120 Millionen, Milliarden Euro Schulden, was das Programm der Opposition ist, ist natürlich grober Unfug, und das wissen Sie auch. Sie haben es ja auch nicht mit einem Argument unterlegt. Nein, es geht um die Frage, und da danke ich Herrn Kollatz-Ahn, weil er hat diese Frage ja auch so angenommen. Wie schafft man es, mehr Investitionen umzusetzen, mehr Geld für Investitionen bereitzustellen, ohne zusätzliche Schulden aufzunehmen? Und genau das ist die Frage, die wir über diesen Nachtragshaushalt stellen. Und Herr Kollatz-Ahn, Sie haben Gründe angeführt in der langfristigen Finanzplanung, über die man sicherlich diskutieren kann. Man muss aber auch anmerken, dass das, was Sie gesagt haben, sich in Ihrer Finanzplanung nicht widerspiegelt. Nein, diese Abbaupfade, Schuldenabbaupfade spiegeln sich darin nicht wieder. Und uns geht es darum, einfach zu sagen, es gibt eine Viertelmilliarde Schulden, die wir entweder tilgen, wenn wir es so lassen, eine Viertelmillion in diesem Haushalt, die wir entweder tilgen, wenn wir es so lassen, oder aber für zusätzliche Investitionen benutzen. Sie wollen die symbolische 59 vor dem Komma haben. Wir sagen, wir wollen dafür Spielräume schaffen, um Schulen zu sanieren, um in die energetische Sanierung von Landesimmobilien zu investieren und dadurch ja auch einen Haushaltseffekt zu erzielen. Das spart ja Geld. Wir sagen, wir wollen jetzt investieren und wir wollen jetzt sanieren und nicht in die symbolische Schuldentilgung das Geld stecken.